Herzlichen Applaus jetzt von mir. Auch das Publikum in der Stadthalle in Oberkirch hat die 5% Lachklausel überschritten, wie unsere zwei Damen im Film. Bleiben wir also noch etwas beim Thema der heutigen Sendung, Kaffeeduft. Und wo riecht man den besonders gut? In einem Kaffeehaus. Konstanz hat eine sehenswerte Innenstadt. Unserem Filmteam fiel auf, dass es relativ wenige Straßencafés gibt. Die Kaffeehausbesitzer, zum Beispiel an der Konstanzer Marktstätte, würden schon gerne Tische und Stühle auf das Trottoir stellen, aber die Behörden gaben dazu keine Bewilligung. Und das brachte mich auf eine Idee. Wir organisierten einen kleinen Bus, Tische und Stühle, kauften Kuchen und kochten frischen Kaffee und richteten bei der Konstanzer Marktstätte ein Straßencafé ein. Ohne zu fragen, nicht mal den Kaffeehausbesitzer. René und Angelika arbeiten blitzschnell. Sie haben sich entsprechend kostümiert und richten vor diesem Kaffeehaus ihr eigenes Straßencafé ein. Die Konstanzer werden sich wohl freuen und auch wundern, dass sowas plötzlich möglich ist. Und wundern wird sich wohl auch die Chefin des Kaffeehauses, die schon rauskommt. Ja. Ist gut. Was soll das hier geben? Wir verkaufen Kuchen. Aber nicht Kuchen. Vor unserem Café. Er wollte aber den Kuchen kaufen. Aber nicht vor unserem Café. Ja, wir verkaufen überall Kuchen. Wir dürfen die Tische auch nicht freistellen. Ja, wir haben eine Bewilligung. Wir dürfen ja, schon. Dann zeigen Sie mir den. Wir haben schon, ja. Ja, dann zeigen Sie mir mal. Ich hab schon dabei. Wir sind das Eiszorn Kaffeebitz. Bitte, dann zeigen Sie es mir. Aber nicht vor unserem Café, Maße, das vor der Parfümerie. Es ist doch wie ein Geschäft, wenn wir das vorhin noch. Schon besser, wenn wir vorhin noch. Ja, mein Chef haben. Ja, das ist gut. Und schon setzt sich ein erster Kunde in die wärmende Morgensonne, währenddem im Kaffeehaus drin noch gähnende Leere herrscht. Unser René macht mutig weiter und freut sich, dass er bereits seinen ersten Gast bedienen kann. Selbstverständlich hat er Kaffee und Kuchen dabei. Und diesen bietet er in einem weißen Tortenkoffer an. Die Tortenstücke hat er vorher gegenüber bei der Konkurrenz gekauft. Einen Kuchen anzubieten, schönen Kuchen. Ja, anbieten. Aha. Dann noch Besteck bitte, so ja, Gabel ja. Und so, ja. Das ist mit Quark, gell? Quark, ja. Ja, dann nehme ich. Haben wir hier auch Quark, jawohl. Der Versuch ist gelungen. Wir haben eine Stunde lang Torten und Kaffee verkauft. Danke. Auf dem Bodanplatz gibt es bereits ein Straßencafé. René und Angelika stellen ganz frech ihre eigenen Tische dazu. Die verdutzten Gesichter des Personals sprechen Bände. Ja, ja, ist recht. Ja, was glaubt ihr eigentlich? Aber das ist doch Ihr Geschäft. Sie können doch Kaffee dazu verkaufen. Also, ich bin doch hier drin. Aber das ist doch gut, wenn Sie da waren zusammen ein Geschäft, Sie bekommen Prozente. Nein, das kann nicht sein. Das ist unsere. Wir zahlen dafür Pacht. Gehen Sie in die Rosgartenstraße. Verkaufen Sie da drüben. Können Sie Ihren Kuchen verkaufen. Aber dann kann ich so einen Kaffee nicht drüber bringen. Sie können nein, wir verkaufen unseren Kaffee hier drin und unseren Kuchen hier drin. Sie, das geht nicht. Ah, wirklich, Ida? Ja, aber Sie profitieren doch auch nur davon. Wir profitieren, dass Sie Ihren Kuchen verkaufen und wir verkaufen nichts, oder? Trotzdem. Unser verkaufen wir nachher in Stadtmischt, oder? Ich wollte ihn abkaufen, den ganzen Kuchen. Wir haben ja noch eine Etage im Servierwaren frei, dann stellen wir den da. Sie, was soll denn das eigentlich? Verkaufen Ihren das ist ein Werbegag, oder was? Nein, ist er denn? Der Kuchenblitzdienst. Sie sind überall, München, Hamburg. Mhm. Immer wo schönes Wetter ist, kommen wir. Ich war. Bei schönem Wetter. Dann gehen Sie doch wieder nach München in die Löwebräustraße. Ich war, wo ist die dann ist noch vorne, ist man sie auf. Wir ja. Sind noch, wir sind, Sie wissen, heute Persönlichkeit kommt. Eine Persönlichkeit nach Konstanz kommt. Nein, weiß nicht. Doch, es kommt heute eine Persönlichkeit und die will nur von uns bedient werden. Ah ja, na gut, dann gehen Sie an den Bahnhof. Aber der will aber in Hirschen, der will bei Ihnen was trinken. Aber wer wirklich? Ja. Hat er sich schon angemeldet bei uns? Nein, der hat mir gesagt, ich muss das machen. Ach, erzählen Sie mal sie keine Storys. Den kennen Sie doch, den Mann. Wen denn? Ja, den kennen Sie doch, der kommt jetzt hierher und ich muss ihn bedienen. Ja. Ich reise ihm überall nach, bis nach München, Berlin, ja, überall. Reißen Sie doch am Bahnhof, holen Sie am Bahnhof. Nein, kommt, der Bahnhof. Kommt zu Fuß. Ja, da können Sie am Bahnhof wunderschön abholen, hier ein schöner Gehstreik. Aber der kommt doch zu Fuß, der will hier doch einen Kuchen essen. Ja, ja, aber extra. Ja, extra wegen Ihnen kommt er her. Ja, sowieso. Und nochmal eine Story. Na ja, kommt. Ja, erzählen Sie doch keine Storys. Ich glauben Sie, da kommt, gucken Sie, da kommt er doch, der Mann. Wo denn? Da kommt er, da ist er doch. Das ist berühmt. Ja, leck, ich bin doch reingefallen. Ich bin ja wieder. Ich bin jetzt reingefallen. Ich bin ja wieder. Herr Felix, noch einmal! Da ist die versteckte Kamera. Da ist sie. Ach, du, die Garli.
Leck mir ab, Biedel! Am Tag nach der Aufnahme hat eine Zeitung über unseren Streich mit der versteckten Kamera berichtet. Die Konstanzer Behörden reagierten blitzschnell und haben Bewilligungen für Straßencafés erteilt, die sich heute einer großen Beliebtheit erfreuen. Wer nicht ins Kaffeehaus gehen will, macht sich zu Hause selbst eine Tasse. Diese Geräte sind ja ungeheuer im Kommen, also man schüttet oben Kaffeebohnen rein. So, und unten kommt dann frisch gebrühter Kaffee. Wir haben nun eine Kaffeemühle in einem Supermarkt entsprechend umgebaut. Die Kaffeebohnen haben wir zu einem Schleuderpreis angeboten nach dem Motto: selber mahlen, weniger zahlen. Selber mahlen, weniger zahlen. 5 Mark das Pfund, keine 9 wie sonst, nur 5 Mark. Keine 8, keine 7, 5 Mark das Pfund. Kaffee frisch, selber mahlen, weniger zahlen. 5 Mark das Pfund Kaffee, 5 Mark keine 9 wie sonst, keine 8, keine 7, 5 Mark das Pfund Kaffee. Nur 5 Mark. Da ist unser erster Kunde. Er schüttet ein Pfund Kaffeebohnen in die Mühle. In die leere Tüte kommt dann der frisch gemahlene Kaffee. Das war bis jetzt immer so. Wir aber haben die Maschine so umgebaut, dass die Kaffeebohnen zwar in der Mühle verschwinden, unten jedoch heißer, frisch gebrühter Kaffee in die Tüte fließt. Gerade ausreichend für nur eine Tasse. Schalten Sie ab. Abschalten. Gucken Sie mal da rein. Der hat einen Kaffee drin. Nur Wasser das bestimmt, drin. Nein, das kann nicht sein, dass da Wasser drin ist. Riechen Sie mal rein. Das ist nie Wasser, das ist ganz frischer Kaffee. Das ist ein ganz frischer Kaffee. Riechen Sie. Ja und? Ja, frischer geht er nicht. Das ist frischer Kaffee. Sollen wir jetzt einpacken, zum mit nach Hause nehmen oder wollen Sie gleich hier trinken? Was kostet 5 Mark? Die eine Tasse oder wie? Ja, das ist sicher mehr wie eine Tasse. Das war ja ein ganzes Pfund, also das ist sicher mehr. Wollen Sie gleich da trinken oder wollen Sie mit nach Hause nehmen? Da fühle ich mich echt bearscht. Ja. Aktion Kaffee frisch. Noch frischer kriegen Sie den Kaffee nicht. Ja, aber wenn ich oben Bohnen reinschütte, dann kommt ein Pulver raus. So kein flüssiges Zeug her. Ich hab's so wie gewollt, ich wollte die Tüte mit nach Hause nehmen. Wollte mal nach Hause sagen, ich hab für 5 Mark einen Pfund Kaffee geholt. Nehmen Sie das Ihrer Frau mit heim und sage, ich habe für 5 Mark einen heißen Kaffee für dich. Ich schmeiß mir um die Ohren da. Einen frischen. Mann, bist du verrückt. Das ist ja flüssiges Zeug, das da rauskommt. Kaffee? Also. Ja. Ja. Kaffee. Kaffee? Ja. Flüssiges? Ja, zum Trinken vielleicht besser, wenn er flüssig ist. Ja, von einem ganzen Pfund ohne Kaffee? Flüssiger ja. Kaffee? So ist es. Ja, also das ist ja Mist. Ich will keinen flüssigen Kaffee, so gut mag. Was soll ich denn? Der Kaffee ist immer flüssig, wenn man ihn trinkt. Die will ja jetzt hier keinen Kaffee trinken. Wir haben ihn ja gemahlen. Wir haben gemahlen und gekocht. Sie können den jetzt entweder mit nach Hause nehmen, Sie können aber auch gleich hier trinken. Danke, weder noch. Das ist doch Schwindel. Ja, wenn Sie trinken wollen, dann ist er flüssig. Und das ist ja flüssig, das will ich nicht, um Gottes Willen. Kaffee ist ja flüssig, wenn Sie trinken wollen. Ja, aber nicht in dem Pfund. Nee, ich will ihn gemahlen und aber nämlich fertig. Der ist doch gemahlen. Nee. Gemahlen und schon gekocht, das ist schön heiß. Nee, das möchte ich nicht, auf keinen Fall. Ich will mein Geld wieder haben. Ja? Ich möchte nicht, nee. Ich will mal 5 Mark wieder haben. Soll ich meinen Mann mal herholen? So frisch bekommen Sie nie mehr einen Kaffee. Dann haben Sie morgen früh. Ich stelle mich da vorne hin und schreie ganz laut, kauft ihr auch nicht den Kaffee, das ist der größte Quatsch, das ist Leutverarschung. Das hört hier jeder zu. Machen Sie das tatsächlich? Das mache ich. Wo
Wollen Sie das wirklich machen? Ja, also das würde ich machen, wenn Brauche ich Ihnen nicht zu. Brauche ich Ihnen nicht zu. Brauche ich Ihnen nicht zu. Das hat jetzt jeder hier gehört, dass das Leutverarschung ist. Sie müssen mal hier zuhören. Sie lachen sich kaputt über was Sie denken. Der verkauft Ihnen das Pfund KW-Pulver hier für 5 Mark, dann gehen Sie hier an der Maschine und da unten kommt der gebrüht raus. Das ist doch ein Witz. Ich habe schon mal einen Kaffee. Aber es ist ein guter Kaffee. Wollen Sie es mitnehmen? Wollte ich mitnehmen? Ja. Warten Sie. Geht so oder soll ich Sie noch einpacken? Ja, ich muss noch mal mit Auto fahren. Ja, rutsch. Die Dame gibt Ihnen vorne an der Kasse eine Plastiktüte, dann geht's so, gell? Ja. Und jetzt ist fertig. Ja. Sagen Sie mal, was soll denn das sein? Ich habe 5 Mark ja, Kaffee, aber er hat doch gemahlen, obwohl ich doch gewohnt habe, gekocht habe. Ist der nicht gemahlen? Ah, das ist gekocht. Guck mal, du hast gekocht. Oh, jetzt. Wenn er schon gemahlen ist, nein, dann probier ich ihn aber auch gleich schon mal. Aber natürlich. Aber ich möchte noch ein Päckchen. Sie haben... Ich habe ja die 5 Mark bezahlt. Sie haben Zucker und Milch, wie Sie möchten. Das brauche ich nicht, die stimmt in schwarz. Was wird denn da gleich gekocht? Aber ich wüsste jemanden, der jetzt eigentlich gerne mit Ihnen noch eine Tasse Kaffee trinken würde, wenn Sie ihn einladen. Der wartet nur drauf. Ich habe ja nichts mehr. Der wartet nur drauf. Der bringt Ihnen sicher auch noch eine Tüte mit. Wollen Sie? Nee, aber Kurt Felix würde jetzt gerne mit Ihnen... Die Frau, die den Spaß wortwörtlich nahm und mit dem kalten Kaffee im Beutel verschwand, kam später nochmals vorbei und hat eine weitere Portion Kaffee in den Beutel gefüllt. Sie wollte es uns nicht glauben, dass alles nur ein Spaß war. Ein Spaß heute unter dem Motto Kaffeeduft. Und bald kommt unser nächster Streich. Der Hinweis darauf folgt sogleich. Vielen Dank und viel Spaß. Das Motto der nächsten Sendung, Fußball. Wieder nichts. Freistoß gegen Bochum wegen einer Schwalbe. Ja, da kann man nichts machen. Ob es den Bochumern gefällt oder nicht, das muss man als sehr objektiver Berichterstatter, der die Objektivität erfunden hat, einfach sagen an diesem Nachmittag. Hör mal, du Idiot, jetzt sprich mal objektiv. Vielleicht fällt dir da jetzt mal Aal zu. Verärgerte Fans und ein verärgerter Torhüter. Nochmal, Meister. Was ist los, Meister? Ist das klar? Alles klar. Viel Spaß.